Dynamo Dresden hat sich die Dienste eines Bayern-Talents gesichert. Der Traditionsverein aus Sachsen konnte sich die Dienste des erst 20-jährigen Oliver Battista Meyer sichern, der bei Bayern nur in der zweiten Mannschaft zum Einsatz gekommen ist und deswegen nach mehr Spielzeit gesucht hat, und die wird er jetzt bei Dynamo Dresden bekommen. Reden wir mal kurz, warum sich Dynamo Dresden für diesen Spieler entschieden hat und warum sich Battista Meyer dafür entschieden hat, die Bayern zu verlassen. Und falls euch diese Transfer-Updates gefallen, könnt ihr euch gerne eine Bewertung da lassen und auch gerne den Kanal abonnieren für weitere Fußball-News aus dem deutschsprachigen Raum und auch gerne eure Meinung zu diesem Transfer in die Kommentare schreiben. Also, Dynamo verstärkt sich mit einem Bayern-Talent für die zweite Bundesliga, um in der Offensive nochmal breiter aufgestellt zu sein, und da haben sie sich jetzt Oliver Battista Meyer geholt. Ein paar News-Outlets haben schon berichtet, dass dieser Deal schon kurz vor dem Abschluss steht. Transfermarkt.de, kicker.de, alle möglichen Fußball-Webseiten. Also dieser Deal wurde schon recht konkret jetzt am Anfang dieses Transferfensters, und nun hat Dynamo bestätigt und bekannt gegeben, dass Battista Meyer ein neuer Spieler von Dynamo Dresden sein wird. Battista Meyer begann seine Karriere bei der Kaiserslautern Jugend und ging dann in die Bayern München Jugend, wo er alle U17, U19 bis in die zweite Mannschaft durchlief, aber er kam nie wirklich in die Kampfmannschaft hinein. Natürlich auch eine sehr große Qualität in der von den Bayern, deswegen wurde er auch jetzt noch verliehen letzte Saison zu Herren Wien, wo er spärlich zum Einsatz gekommen ist, und diese Saison hat er bei den Bayern 2 gespielt in der Regionalliga Bayern und dort auf jeden Fall wieder mal aufgezeigt. Der Deutsch-Brasilianer hat in der aktuellen Saison in der Regionalliga Bayern in 24 Spielen 12 Tore gemacht und 8 Assists beigesteuert und gehört damit zu den Leistungsträgern bei der zweiten Mannschaft. Wird von vielen Fans als auch schon fast so gut für diese Mannschaft bezeichnet und dass er sich auf jeden Fall in einer der Top-Ligen in Europa auch durchsetzen kann. Nun hat sich aber Dynamo Dresden gedacht, dass sie Battista gut brauchen können und haben diesen jetzt eben verpflichtet. Dresden steht in der aktuellen zweiten Bundesliga-Saison auf dem 11. Tabellenplatz mit 22 Punkten, ist also nicht unbedingt im Abstiegskampf drinnen. Im gesicherten Mittelfeld möchte man meinen, aber trotzdem bedarf es einer guten Rückrunde, um natürlich auch den Klassenerhalt sicherzustellen und vielleicht auch zukünftig auf die Aufstiegsplätze zu schielen. Mit Battista Meyer bekommt man jetzt auf jeden Fall einen Spieler, der sehr variabel eingesetzt werden kann in der Offensive. Er kann als Spielmacher agieren, auf den Flügeln dribbeln, und dribbeln ist ein gutes Wort, denn es ist auf jeden Fall auch seine beste Fähigkeit. Neben dem guten Abschluss kann er sich sehr gut bewegen, ist sehr quirlig und hat auch eine gute Technik, und das ist sicherlich sein Spiel, womit er auch in Dresden überzeugen kann. Einfach ein guter Deal für beide Seiten. Dresden bekommt ein Top-Talent vom FC Bayern und Battista Meyer kommt von den Bayern weg, um sich bei einem anderen Verein zu etablieren, denn wenn man ehrlich ist, bei den Bayern war es einfach zu wenig und er hat nie wirklich die Chancen auch bekommen. Also für beide Seiten macht der Transfer auch Sinn. Über eine Ablösesumme sollte es auch vielleicht was geben, also es könnte sein, dass Bayern noch etwas Geld von Dresden bekommen hat, sicherlich jetzt keine Übermenge, aber auf jeden Fall eine gute Kompensation. Ich persönlich halte diesen Deal für sehr sinnvoll und glaube, dass beide Parteien davon profitieren können, aber was ist eure Meinung zu diesem Deal? Schreibt sie dir gerne mal in die Kommentare rein. Vor allem die Dresden-Fans, seid ihr mit Battista Meyer als neue Offensivkraft zufrieden oder seid ihr da anderer Meinung? Gerne eure Meinung dazu in die Kommentare schreiben. Ich diskutiere wie immer gerne mit. Und wenn euch dieses Video zu Battista Meyer gefallen hat, gerne eine Bewertung da lassen, gerne den Kanal auch abonnieren. Würde mich sehr freuen, und ich wünsche euch einen schönen Tag. Bleibt sportlich, bis zum nächsten Video und ciao.